Ja, hallo Leute, wir sind wieder bei Minecraft und ja, wir werden heute mal wieder ein bisschen was anderes machen als ja, langweilig irgendwelche Dorfbewohner durch die Gegend kutschieren. Und zwar werden wir uns hier mal um die Hecken kümmern, die wir hier bauen wollen. Ich habe hier schon mal ein paar Löcher gemacht, wo wir die Kürbisse reinmachen, dass ich hier nicht gleich wieder anfangen muss, massig zu zählen. Da haben wir unterschiedliche Abstände jeweils. Hier ist der Abstand ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, weil ich das, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr betonen will. Und wir werden uns jetzt gleich das Material besorgen. Doch vorher schauen wir uns an, was ich seit der letzten Aufnahme getan habe. Ja. Ich habe mal ein erstes kleines Wohnhaus gebaut. Ja, ist jetzt nicht wirklich was Besonderes. Aber ja. Man sieht schon, es ist ein komplett anderer Stil, als wir hier beim Rathaus haben. Das ist auch beabsichtigt. Wir gehen am besten einfach mal rein. Ich habe hier übrigens noch keine Türen drin. Die kommen später. Ja, das hier ist der Eingangsbereich, der von diesem Weg aus hier entlang führt. Wir sehen hier, ja, nicht wirklich was Besonderes. Wir haben hier einen Tisch und eine kleine Bank. Ich werde hier vielleicht noch das ein oder andere Bild aufhängen. Und mir fällt gerade auf, dass die Ecke hier ein bisschen dunkel ist. Und da habe ich auch was vergessen. Und zwar kommt hier noch eine Scheibe rein. Das ja, ist einfach, damit das Ganze ein bisschen offener aussieht. Muss aber nicht sein. Dann haben wir hier, ja, das wird mehr oder weniger die Küche werden. Ich bin noch am Überlegen, was ich hier als, ja, so eine Art Theke oder sowas verwenden kann. Ich bin da am Überlegen, vielleicht ja, Cleanstone oder sowas. Bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Hier haben wir eine kleine Truhe, da ist natürlich nichts drin. Einfach nur ja, so ein bisschen zur Abwechslung. Dann haben wir hier eine Treppe nach oben. Da ist auch noch nicht so viel. Hier ist eine Truhe, die ist ebenfalls leer. Und hier werden wir irgendwo noch ein Bett aufstellen. Und dann haben wir hier einmal einen Balkon in die Richtung, wo wir schon sehen, dass sich unsere Dorfbewohner hier ganz gut vermehrt haben. Ich habe hier übrigens die Geschichte mit den Türen hier ein bisschen stärker ausgebaut. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Türen jeweils. Das heißt, wir haben insgesamt 44 Türen. Ist noch nicht ausreichend. Wir brauchen mehr. Ich würde hier nämlich auch gern einen Eisengolem bekommen. Dazu brauchen wir mindestens 16 Dorfbewohner. Und nein, ich weiß, man kann die bauen, aber ich werde keinen bauen. Denn ja, 5 Eisenblöcke ist mir dann doch zu viel dafür. Ich habe die hier mehr oder weniger jetzt aktuell einfach mal ja, eingeschlossen sozusagen. Die kommen hier also nicht raus. Da vorne ist eine Mauer, da ist eine Mauer, hier ist eine Mauer und da hinten und hier vorne ist natürlich auch noch mal eine Mauer. Gut. Und ja, bevor wir es vergessen, hier ist auch noch mal eine kleine Aussicht dann auf die Stadt. Und hier vorne wird auch noch mal ein Eingang sein. Und zwar wird der an diesen Weg hier anschließen, der hier entlang führt. Einfach, ja, damit wir eben ja, tatsächlich zwei Eingänge dann haben. Ein bisschen hat das auch damit zu tun, dass ich dafür sorgen will, dass wir hier ordentlich Dorfbewohner auch haben. Das heißt, wir haben
Hier eine Tür, vorne eine Tür, das sind zwei. Dann sind da nochmal zwei Türen und da vorne sind auch nochmal zwei, ist auch nochmal eine Tür. Das heißt, wir haben da schon mal relativ viele Türen insgesamt in diesem Haus. Das wird nicht bei allen so sein und der Stil wird übrigens auch nicht bei allen so sein wie bei diesem Haus hier. Die Stile werde ich sehr, sehr unterschiedlich wählen. Das hier ist jetzt ein relativ holzlastiger Stil. Da ist irgendwie nur Holz verbaut. Und Glas natürlich. Ich finde, es sieht ganz nett aus. Wie gesagt, da werden natürlich noch andere Gebäudesorten dann sozusagen entstehen. Das hier ist jetzt eben die Holzvariante. Wir werden aber auch was mit Stein machen. Und ich bin sogar am Überlegen, ob wir nicht vielleicht sogar Bricks verwenden oder Ziegelsteine. Um vielleicht das ein oder andere zu bauen. Bietet sich zumindest an, um die Vielfalt zu bekommen. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt so ein Fan von diesen Ziegelsteinen bin. Wir werden höchstwahrscheinlich auch hier Sandstone verwenden. Hier hat sich seit dem letzten Mal nicht viel getan, wenn ich mich richtig erinnere. Sich nicht wirklich viel getan. Wir werden uns jetzt hier mal, ich nehme mal zwei volle Stacks und dann brauchen wir noch Kürbislaternen. Die Kürbislaternen haben wir hier unten. Hm. 38 sollte ausreichen. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber das sollte genug sein. Ich habe übrigens auch keine Ahnung, wie viele Dorfbewohner wir inzwischen haben. Das habe ich noch nicht gezählt. Achso, und ich habe hier teilweise die Erde schon weggemacht. Da hinten muss ich sie noch wegmachen. Aber, ja. Wir haben mehr Zeit. Wir haben viel, viel zu tun. Ja, ich werde hier übrigens ab und an jetzt hier mal so ein Haus hochziehen. Wie viele ich dann baue, kann vielleicht sein, dass ich ein paar Parts lang, Zwischenaufnahmen vielleicht ein paar Mal kein Haus baue. Vielleicht baue ich mal eins oder zwei. Schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Bin ich mir noch nicht sicher. Ich baue auf jeden Fall aber nebenher ab und an mal ein Haus, denn wir brauchen das. Wir müssen ja auch langsam mal irgendwie einen Fortschritt bekommen hier in unserer Stadt. Momentan ist es ja so, dass wir hier eine ganze Weile jetzt schon mit dem Rathaus kämpfen. Dementsprechend liegen andere Sachen ein bisschen flach. Wie gesagt, hier dieses Haus zum Beispiel. Ist jetzt kein großes Projekt, aber es kostet halt trotz allem immer so ein bisschen Zeit. Ich habe zwar so einen groben Plan, wie das in etwa aussehen soll, aber so ein bisschen probiert man ja immer mal rum. Das bietet sich zumindest an der Stelle immer wieder an. Da einfach mal ein bisschen auszutesten. Und ich habe hier übrigens absichtlich relativ viel Holz verwendet, weil das einfach ein Stil ist, den ich da an der Stelle gerne sehen würde. Ist einfach, ich habe überlegt, wie sieht unser erstes Wohnhaus aus und ich hatte zufälligerweise gerade eine Menge Holz dabei, weil ich hier an dieser Geschichte rumgebaut habe. Dementsprechend, das erste Haus halt als Holzhütte. Hütte kann man nicht sagen. Das ist schon ein kleines Haus. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir mal die Hecken.
Ich bin schon mal sehr gespannt, wie das Ganze wirkt, wenn wir nachts hier mal einen Blick auf diesen Weg dann werfen. Ich hoffe, dass das Ganze so wirkt, wie ich es mir vorstelle. Aber hey, das wissen wir endgültig natürlich erst, wenn es dann Nacht ist. Momentan haben wir ja, kurz nach Mittag. Also. So, ist auf jeden Fall noch ein bisschen. Okay. Mir werden die Blätter hier nicht reichen. So, ich mache das jetzt auf jeden Fall erstmal bis dahin. Wir werden das später noch um das ganze Haus herumziehen. Nur das macht aktuell natürlich wenig Sinn, weil wir da auf jeden Fall noch bauen. Das hier vorne ist ja mehr oder weniger fertig. Vorerst zumindest. Wer weiß, vielleicht werde ich hier nochmal was ändern, aber dieses, diese Erhöhung sozusagen, die wird auf jeden Fall an der Stelle bleiben. Die wird auch, ups, das war jetzt nicht so gut. Die wird an der Stelle bleiben und da wird sich nicht viel dran ändern. Also, ja. Genauso auch die bisherige Wegführung durch die Stadt, die ist auch erstmal fix. Irgendwann kann es vielleicht mal dazu kommen, dass wir nochmal was anpassen, aber ja. Ich habe momentan zumindest in der Richtung mal erstmal nicht wirklich was geplant und dementsprechend kann man da auch ja, die Beleuchtung und hier die Blätter entsprechend setzen, ohne dass das irgendwie Probleme verursacht. Gut. Wir haben ja, auf jeden Fall schon mal eine ganz nette Geschichte, dadurch, dass wir jetzt hier die Dorfbewohner haben. Das heißt, unsere Stadt wird auf jeden Fall nicht so leer sein, wie man vielleicht erstmal vermuten würde. Ganz im Gegenteil, ich hoffe, ich weiß nicht, inwieweit das funktioniert, aber ich hoffe, dass sich die Dorfbewohner dann auch ja, mehr oder weniger schön über die Stadt verteilen. Hey, das hat ja fast perfekt gepasst. So. Wer sich übrigens hier wundert, ich habe hier die Geschichte, dass wir die Hecke bis hier gehen lassen. Das ist Absicht, denn die Wege an der Stelle werden hier nicht mehr diese Stone Slabs verwenden dann. Das werden einfach nur ganz normale Wege sein, ohne die Begrenzung der Straßen sozusagen. Weil, ja, ganz ehrlich, diese Stone Slabs hier an den Seiten verbrauchen nochmal ganz schön zusätzlich Platz und ich will eigentlich, dass die Straßen ja nicht zu breit werden. Das soll hier ja irgendwie die Hauptstraße sein, die dann direkt zum Rathaus führt und das andere, das sollen eher Nebenstraßen sein. Also das hier ist die wichtigste Straße, dementsprechend haben wir hier einfach dann diese Abgrenzung. Das wird dann hier, hier, da und da in die Richtung nicht der Fall sein. Ja. Ich würde ganz kurz vorschlagen, wir schauen uns einfach mal an, was wir so im Dorf aktuell alles haben. Aha, da haben wir einen, da ist einer mit... Oh. Hm,
Ich glaube, das ist ein... Was war das? Ein Priester? Ja, das ist... entweder ein Farmer oder ein normaler... Ich bekomme das nicht zusammen. Da haben wir einen mit so einer Schürze. Hallo? So, da hat... Der hat hier so eine Schürze an. Da ist wieder der Priester. Da ist auch wieder einer von diesen. Also wir haben noch nicht so viele verschiedene. Das hier ist einer, ja, mit so einem weißen Ding. Der hier hat auch eine Schürze. Okay, aktuell haben wir scheinbar keine Kinder. Das ist schade. Aber hey, kein Problem. Die werden noch kommen. Hoffe ich. Ich habe ja gehofft, dass wir jetzt irgendwo erleben, dass... Ja. Leider nicht, leider nicht. Aber, ja. Mehr oder weniger spielt das auch keine große Rolle. Ich meine, ja, ihr habt sicherlich selbst schon die Kinder gesehen. Das ist wahrscheinlich nichts Neues für euch. Ey! Nein, 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 nein. Oh Mist. Du, komm da runter. Ja, schau mich nicht so an. Das war nicht meine Idee, aufs Dach zu klettern. Ja. Ah, ich muss mir da irgendwie noch eine bessere Möglichkeit überlegen. Wenn ich da die Mauer kaputt mache, dann ja, können die schon mal entkommen. Das ist ja nicht unbedingt so optimal. Aber na, ich würde gerne die hier behalten. Na, geh weg. Hopp. Rüber. Zur Seite. Weg. Hau ab. Keine Ausbruchsversuche hier. Ich hab dich im Auge. So. Jetzt aber. So. Das wäre also erledigt. Wir werden die Türen hier übrigens erst reinmachen, wenn wir hier ein paar mehr... Häuser stehen haben. Die werden jetzt noch nicht kommen. Und irgendwann, wenn ich dann die Mauer fertig habe, beziehungsweise zumindest einen Teil der Mauer, werden wir die Dorfbewohner auch freilassen, dass die sich dann frei in der Stadt bewegen können. Ich hoffe ja mal, dass nicht alle dann direkt hier aus dem Haupttor dann rausstürmen und versuchen, in die Freiheit zu gelangen. Ich hoffe ja, dass die in der Stadt bleiben. Das sollten sie aber. Die sollten eigentlich in der Nähe ihrer Häuser bleiben. Ich glaube, wir sollten noch mal eine Runde schlafen gehen. Das wäre ganz hilfreich. Sehr schön. Mir kommt da gerade noch eine Idee, was wir im Haus noch an Einrichtungsgegenständen verwenden können. Da muss ich mal schnell schauen, dass wir das besorgen. So. Ja, wir werden jetzt erstmal das Haus fertig einrichten. Das ja, schadet sicherlich nicht.
ganz im Gegenteil. So, wir haben das hier. Wir haben das hier. Dann basteln wir uns das mal schnell. So. Einmal das. Und dann basteln wir uns schnell noch ein Bett. Und dann vielleicht noch ein paar Bilder. So. Das sollte ausreichend sein. Und dann einmal ein Bett hier. So. Und ein paar Bilder. Ja, das reicht nicht. Okay, 3 Bilder. Sollte passen. Ist ja halb so wild. Wenn wir da vielleicht ja, später nochmal das eine oder andere nachreichen, ist ja kein Problem. Die Geschichte ist ja nicht wirklich in Stein gemeißelt. Wir können ja jederzeit was ändern. Das ist ja Minecraft. So, das erste Bild, würde ich sagen, hängen wir auf jeden Fall mal hier auf. Und zwar würde ich sagen, ja. Kann man das anbieten? Nee. Oh Gott, nein. 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 Ja, ja. Kann man machen. So, hier haben wir erst einmal hier diesen Dispenser. So. Dann machen wir. Wo hab ich's? So. Einmal. Machen wir das halt so. Okay, und hier. Ich habe Cleanstone vergessen. Obwohl eigentlich können wir doch auch hier. Ich denke, das geht. Das können wir auch anbieten. Ja. Das ist in Ordnung. So, und hier oben werden wir natürlich erstmal unser Bett hier aufstellen. Das machen wir mal so.
Und hier in die Ecke kommt einmal das hier. Und das Bild, das kriegen wir hier nicht unter. Ich habe übrigens keine Ahnung, was das sein soll. Also ich weiß natürlich, was das für ein Gegenstand ist, aber was das hier symbolisieren soll, weiß ich nicht.